Hi und willkommen zu einem neuen Video. Willkommen zu diesem neuen Aufgebraucht. Die Tüte ist wieder voll. Und ich würde sagen, wir starten. Los geht's. Ich habe einmal aufgebraucht. Ganz klassisch. Die Küchentücher von Rewe. Genau, einmal die aufgebraucht fand ich gut und ja, das günstige ist auch ganz gut. Dann habe ich einmal eine Markentoilette Papier verbraucht, einmal Hakele Toilettenpapier verbraucht. Ja, fand ich gut, ohne Duft. Ja, günstiges tut es auch. Dann habe ich einmal von Soft und Sicher vom DM diese Box leer gemacht. Die hatte ich erst gekauft gehabt und die ist schon leer. Die fand ich wirklich gut. Dann hatte ich einmal vom Denkmit die Eisbergtücher feucht, einmal die mit Wassermelonenduft leer gemacht, die waren echt gut und der Duft ist auch angenehm. Dann habe ich hier nochmal Küchentücher vom Rewe auch gebraucht, also ich habe einen hohen Verschleiß diesen Monat. Dann habe ich noch eine Box, die ist jetzt vom Rossmann gewesen. Dann einmal Toilettenpapier vom Rewe. Dann habe ich einmal diese feuchten Toilettenpapier Sensitive von Rossmann leer gemacht. Die sehen einmal so aus. Die waren in Ordnung, die waren einzeln verpackt. Das fand ich jetzt nicht so doll. Aber ja, ist ganz okay gewesen. Dann einmal von Always Discreet diese Einlagen leer gemacht, genau. Konnte man damals gratis testen und ja, fand ich gut. Dann hatte ich hier noch von WC Frisch einmal kraftaktiv Zitrone leer gemacht oder umgefüllt. Ja, ist gut, ist ein angenehmer Duft. Mein Lieblingswaschmittel, eine schwarze Wäsche, finde ich den hier von Coral. Ja, richtig gut und würde ich mir auch wieder nachkaufen. Dann einmal von Domestos Kraft und Frische. Das ist ein WC-Gel leer gemacht, dessen neuen Design. Es gibt noch die älteren Designs zu kaufen, die sind momentan günstiger beim Rossmann DM. Müsst ihr mal schauen. Genau, Ozean Frisch. Finde ich gut. Da hatte ich ja zum Glück noch ein paar Backups. Dann einmal die Intensiv-Schwarztücher 2 in 1 leer gemacht. Ja, die waren echt gut und würde ich mir definitiv nachkaufen. Dann einmal von Love Nature Color Waschmittel Cherry Blossom. Ja, konnte ich damals gratis testen und ja, würde ich mir sogar nachkaufen. Den habe ich umgefüllt. Da war anderes Waschmittel drin, aber mittlerweile sieht die Flasche nicht mehr so dolle aus und deswegen kommt die jetzt weg. Dann leer gemacht oder umgefüllt von Sidolin. Das ist dieser streifenfrei Glasreiniger. Finde ich gut und würde ich mir auch wieder nachkaufen. Ich habe allerdings noch viel Backup davon. Dann von Fit einmal Desinfektionsmittel für die Hände und Oberflächen. Ja, damit mache ich von meinem Kater das Katzenklo sauber. Und ja, genau, so sieht das einmal aus. Finde ich gut. Dann einmal einen Fusselroller-Nachfüller leer gemacht. Sieht einmal so aus. Da habe ich noch einen. Genau, so. Und dann habe ich hier 20 Liter mit Tragegriff. Das ist ein Müllbeutel. Und dann habe ich noch eine Zahnbürste leer gemacht und umgeswitcht. Genau, von Don't Rodent. Ja, fand ich wirklich gut. Und dann kommen wir zu Beauty. Genau, da habe ich einmal von Betty's dieses Aloe Vera Gel leer gemacht. Ja, war in Ordnung, würde ich mir nicht mehr kaufen. Der Duft war allerdings gewöhnungsbedürftig und sehr chemisch.
Schade, Schokolade. Dann hatte ich einmal von Balea Professional Tonerdespülung. Das benutze ich ja immer und finde ich wirklich gut. Würde ich auch immer wieder nachkaufen. Ja, wer auch so Probleme hat, testet die mal. Die ist echt gut. Hier gibt es auch noch ein Shampoo, da müsste ich mich mal durchtesten. Dann leergemacht Duschgel mit Original Sun Ocean Duft. Oh, ich liebe den Duft. Ja, also der Duft ist echt Sonnencreme, Sonne, Strand und Meer. Den fand ich echt gut. Dann auch leergemacht von Alverde Naturkosmetik Creme Dusche Bio Baumwolle und Bio Mandel. Fand ich gut. Duft war auch gut. Ja, richtig gut. Dann einmal von Tuft Power das Haarspray leer gemacht. Eine große Flasche mit 300 Milliliter. Ja, würde ich immer wieder kaufen. Fand ich echt gut. Dann leer gemacht von Le Petit Marcelet. Das ist einmal mit Jasmin. Blüte oder sowas. Ich weiß es jetzt nicht. War gut vom Duft. Dann, da bin ich ein bisschen traurig. Von The Body Shop dieses Rosenpeeling leer gemacht. Ja, die Flasche sieht jetzt nicht mehr so geil aus. Deswegen zeige ich euch nicht so nah an der Kamera. Ja, voll der Rosenduft. Ich bin voll der Rosenduft-Fan. Und ja, die muss dann natürlich leer gemacht werden, weil die schon ein bisschen älter ist. Dann aufgebraucht von Rival Loves Me einmal dieses Pastel Breeze mit Gurkenextrakt. Sieht einmal so aus. Ja, fand ich gut. Würde ich mir auch wieder nachkaufen. Aber es gibt es leider nicht mehr. Dann von Manhattan dieses Make-up hier. Das war die Rose Ivory. Gibt es leider auch nicht mehr. Dann habe ich noch zwei Schwämme leer gemacht. Also untergenudelt, deswegen die mussten weg und ausgetauscht werden. Dann habe ich hier noch mal so einen Augenbrauenstift leer gemacht. Ja, der fand ich gut. Hier habe ich auch noch mal einen Augenbrauenstift. Dann habe ich hier einmal von Black Opium. Das ist ein Parfum gewesen, eine Parfümprobe. Genau. Fand ich gut, würde ich mir auch nachkaufen in großer Flasche. Dann einmal von Acqua Ale Giorgia diese kleine Duftprobe in Lila leer gemacht. Ja. Fand ich auch ganz gut. Und dann habe ich noch ein paar Masken und Badezusätze aufgebraucht, wie ich gerade sehe. So, ich zeige euch die mal. Von Balea die Tonerde-Maske habe ich leer gemacht, so ein Sachet fand ich wirklich gut, den benutze ich immer ganz gerne, wenn ich merke, dass ich mit den Pickeln kriege. Dann hatte ich von Action diese Kurkuma iPads leer gemacht, die finde ich wirklich gut. Hier habe ich noch so eine Tonerde-Maske. Dann hatte ich die Hyaluron Augenpads mit Drachenfrucht leer gemacht. Die waren echt gut, auch relativ neu. Dann habe ich hier nochmal zwei von diesen Kurkuma-iPads. Dann habe ich einmal diese Coconut-Tuchmaske leer gemacht. Ja, die war gut. Müsste ich schauen, ob sie noch gibt. Die gab es beim Action. Dann auch leer gemacht, diese Golden Milk Maske von Balea gibt es so nicht mehr, fand ich aber gut. Und dann einmal leer gemacht, Badesalz Ruhe Oase, eine Limited Edition, gab es beim Rossmann im Abverkauf. Und die habe ich mir gleich mal gebunkert und die fand ich echt gut. So, das war's mit meinem Aufgebrauch. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Lass mir doch gerne einen Kommentar da. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, lass doch gerne ein Abo da. Unsere Community wird größer und größer und da freue ich mich sehr. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss!